Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Anno 1800. Entspannt. Endlos spielen fortgeschritten mit Tipps für Einsteiger. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Ja, ich besuche mal die Piratin. Die ist ja schon. Ich muss hier das Interface einblenden. So. Die verkauft nämlich auch ein paar gute Items. Naja, jetzt hat sie gerade keine guten im Angebot. Aber was sie auch noch verkauft, sind Schiffe. Das Schiff war ihr Sarg Und und zwar. ihr Grab war die See. Oh, schön gesagt. Kaufen wir mal dieses Kanonenboot und verkaufen es auch gleich wieder, weil wir brauchen keine Kanonenbötchen. Schiff Auch wenn es vom ja Stapel richtig gelaufen. toll ausschaut, so richtig gefährlich. Ja, die Viper. Sie Ja, dieses verkauft Schiff es ist auch gleich. gestohlen. Und Sie kauft jetzt? es auch gleich wieder. Ja. Jetzt kannst du es wieder zurückhaben. Viel Spaß damit. Genau. Mal schauen, was das nächste Schiff auftauchen wird. Sie verkauft immer wieder ein Schiff. Und ich möchte einfach schauen, was als nächstes auftaucht. Und oh. Wir schauen auch kurz zu Eli Blöckwürth. Blickwürth. Hier ist so eine Kauffrau. Ein Nee. Schiff erster Wir Klasse. verkaufen die Weberin an ihn. Brauchen wir mal gar nicht. Und einmal würfeln wir. Oberkommissar Clifford. Nein. Was haben wir noch einmal kaufen? Ja, einmal. Okay. Nee, nichts Gescheites will er uns anbieten. Dann soll es so sein, ja. Denn unsere Hier Handwerker kann sich meine Seele entfalten. sind jetzt schon so viele, dass sie gerne Pelzmäntel tragen wollen, ja. Und Pelzmäntel, die werden aus Felle produziert, was wir halt auch auf dieser Insel haben zum Glück, aber auch aus Baumwolle und Baumwollweberei, ja. Das heißt, wir müssen von der alten Welt Felle, also nee, Baumwollstoff transportieren mit einem Schiff. Kann das so Aber gedruckt werden? ich weiß es nicht. Ja, der Krieg ist vorbei. Was? Welcher Krieg? Keine Ahnung. Ach so, wir haben Frieden mit der Anne geschlossen. Genau. Das ist passiert. Ja, vielleicht ein bisschen mehr von allem. Es Dankeschön. trägt Ihre Handschrift. Ja, sie sind noch ganz gut zufrieden, auch wenn ich so exzessiv Sie Propaganda haben an betreibe. Einfluss gewonnen. Genau. Okay. Was wir machen, ist schon mal ein Krankenhaus bauen, ja? Weil es wird der Tag kommen, wo sie krank werden, ja? Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Ja, machen wir es hier hin. Endlich gibt es wieder was zu essen. Gut, dass wir einen Markt in der Nähe haben, ja. Ja, schauen wir mal. Bei Gelegenheit können wir es ja noch umsetzen. Ein Krankenhaus. Hier oben können wir auch noch eins bauen. Hier ist so unsere öffentliche Gebäudereihe. Aber das Krankenhaus schaut echt toll aus. Oh, die kleinen Babys schreien schon. Süß. Bisschen Ah, die heruntergekommen schaut's kuscheln aus. sich. Aber hey. Aber hey. Am Kap. Wie schaut's da aus? Brauchen die Ein Pelzmäntel? Tal, in Nein. dem Milch und Honig fließen. Ja, ist doch schön, oder? Ganz schön. Genau, Nähmaschinen. Ach, hier ist eine Quest. Ach so, es ist Kapitän Morris, okay.
Wo ist denn unser Tauchboot? Ach, das ist auch hier. Was es auch immer wollte. Ich hab's vergessen. Wir schicken es mal hier rauf und machen ein paar mehr Arbeiter. Oh, nee, 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 nee. So rauf. Und schauen, ob sie alles haben. Ja, Fische könnte man ein bisschen nachlegen. Bei Gelegenheit. Wieso brauchen denn die 0 Tonnen? Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, wahrscheinlich, weil sie ein Fest feiern. Super. Also, denen geht's super gut. Machen wir noch ein paar mehr. Genau. Weil wir müssen ja eine Universität hier bauen. Die würde ich hier gerne da reinbauen. Mal so her. Ist unser treuer Untertan zurückgekehrt? Ja. Oh, der Nebel lichtet sich. Dankt euren Experten für ihre Brillanz. Neue Ziele. Ah. Hier lesen Sie Naraskis Tagebuch. Okay. Sonntag, 13. Oktober 1805. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja. Also, es geht um dieses Zepter hier. Das ist das Kapauen-Zepter, ja. Das ist aber ein komischer Adler, ja. Bisschen. Ein Kapauen ist ja eine Hahnengattung. Ja, das ist ein Kapauen. Naja, auf jeden Fall. Genau. Sind sie versunken bei einem alten Wachturm zwischen den drei großen Inseln im Westen? Ein Gefecht mit einem Linienschiff hatten sie. Und es sank mitsamt seiner Ladung. Das heißt, es ist im Westen. Ja. Osten, Westen. Das heißt, mit unserem Schiff, das wir jetzt weggeschickt haben. Schauen wir mal. Ah ja, okay. Ja, Sind dann unterwegs. tauchen wir das noch raus, was es auch immer angezeigt bekommt. Genau. Und dann schippern wir nach Westen. Das ist diese Stelle hier. Da werden wir mal was raustauchen, ja? Was auch immer hier verborgen bleibt. Wir werden es entdecken. Baldwin! Also zuerst müssen wir das hier auftauchen. Wenn wir schon in der Nähe sind, dann tauchen wir das auch noch auf. Mit unserer Schreck. Wir brauchen noch einen schönen Namen für unser Bergungsschiff vielleicht. Ja. Mülltaucher. Schrotti. Ja, könnt ihr mal ein paar Vorschläge wieder in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Vom Perfekte. Wir haben Horizont. einen Koboldhai. Für einen Teil eines Sets. Beflügelt mit seiner langen Nase die Fantasie und ähnelt dem Kobold-Fabelwesen Tengu. Ist das jetzt ein Easter Egg? Kennt jemand Tengu, den Kobold? Muss ich dann später mal nachforschen im Internet, was sie damit meinen. Okay, wir haben sehr viele Darauf Arbeiter. hätte ich jetzt nicht gewettet. Wir haben auch sehr viele Handwerker. Und wir schauen, dass wir mal eine Schneiderei aufbauen. In der Nähe unserer Webereien. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Genau. Und wir brauchen eine neue Insel, wo man Felle abbauen. Die wäre hier eine. Hier unten eine große. Und hier.
Weintrauben. Hier, das könnte unsere Landwirtschaftsinsel werden, ja? Arbeit ist meine Passion. Ich folge ausschließlich meinem Instinkt. Hm. Man könnte es gar als Kunst bezeichnen. Und das hier wird unsere Produktionsinsel für Schwerbetriebe. Ja, das könnten wir so machen. Dann nehmen wir mal einen Clipper. Und wir segeln mal hier erstmal hierher, ja? Wir brauchen Felle in erster Linie. Route eingezeichnet. Gehen Sie vorsichtig damit um. Nein, ich will dein Horn jetzt nicht. Ich will dein Horn jetzt nicht. Was ich brauche, ist mehr Stahl. Habe ich hier noch ein Schiff deponiert? Ja. Leinen los. Du kannst mal ab nach Cap Trelawney segeln. Bis zum Anschlag ist es hier. Ja, perfekt. Würde ich sagen, ja? Sehr gut. Meint ihr nicht auch, dass dieser Ort Nadaskis Beschreibung nahe kommt? Doch. Das meine ich auch, weil er hat ja von Westen geredet. Dann werden wir hier mal tauchen. Aha, da ist auch was in der Nähe. Sehr schön. Oh. Wir haben es gefunden. Doch halt. Der prächtige Adler auf der Spitze fehlt. Dies ist nichts als ein Stab. Oh nein. Wir haben einen Stab auch rausgefischt. Es ist kein allzu großes Geheimnis, dass wir beide Ausschau halten nach dem heiligen Zepter von Cajon. Neben anderen Dingen. Die Schente dachte, es wäre klug, das Zepter, unser Nationalheiligtum, in drei Teile zu zerlegen und auf drei verschiedene Schiffe zu verteilen, um seinem Verlust vorzubeugen. Nun ja, das, was wir stattdessen verloren, war unser Glaube an den Sieg. Wir könnten hier mal eine Stahlproduktion aufbauen, ja? Wir haben zu wenig Stahlträger. Wir machen noch einen Hochofen. Haben wir genug Kohle? Ja, super. Super. Und dann, wir haben auch genug Arbeiter. Das ist so ein Oschi, dieses Gerät. Super, die chillen. Keine Brandgefahr. Auch gut. Mir fehlen die Rohstoffe. Ja, du kriegst ja schon. Ja. Okay, wir müssen den Stab an unsere feinen Handwerker liefern. So viele Niederlassungen. Wie behältst du da nur den Überblick? Ja, das fragst du dich jetzt, meine Liebe. Das fragst du dich wirklich. Wir haben hier 100 Arbeitskräfte. Das heißt, für unsere Felle brauchen wir nur noch die Jagdhütten aufbauen. Und schon sind wir glücklich. Machen wir mal 4 Jagdhütten. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Na gut. Auf Ihren Befehl.
Da nehmen wir noch ein paar Bretter. 10 Bretter. Ein paar mehr. Bretter vielleicht, ja. Schippern zu dieser Insel gleich. Sind unterwegs. So, wir müssen das Tagebuch. Wir haben soeben die rekonstruierten Inhalte ausgewertet. Okay. Und wir müssen es wieder lesen. Oh, lesen habe ich gesagt, nicht einsortieren, ja? Okay. Wir fischen hier im Trüben. Woher weiß denn der Aasgeier Nate, wo er tauchen muss? Falls wir auf diesem Friedhof noch etwas finden sollten, können wir auch gleich die Geier beteiligen. Gut, also. Es gab schon wieder eine Schlacht, ja. Und der Corona hat eine schwere Niederlage erlitten. Doch ihr Flaggschiff, die gigantische Santissima Vittoria, konnte unbeschadet entkommen. Okay. Was müssen wir denn machen? Wir müssen zum alten Nate. Und wir nehmen schon mal ein bisschen was an Quarzsand mit. Sind unterwegs. Der hilft uns jetzt, der alte Nate, ja. Weil er war ja zu dem Zeitpunkt ja hier und hat alles live verfolgt, was hier passiert ist, ja. Yeah, wir sind Weltenlenker. Yeah. Das heißt, 200 Arbeitskräfte auf jeder Insel, in jeder Welt, außer in Ibiza und in der Arktis, ja? Sehr gut. Sehr gut. Also ab 300 Einfluss, die man hier investiert, im Insel besiedeln, kriegt man 200 Arbeitskräfte der Insel. Das ist ja schon mal was. Was bekommen wir hier? Bewegungsgeschwindigkeit von Schiffen. Und hier... Minus 3% Unterhaltskosten, ja. Warum sie den Namen von Unterhaltskosten in Wartungskosten geändert haben, das weiß ich auch nicht. Ja. So, ihr dampft wieder ab, bitte. Ach so, ihr segelt bitte wieder ab. Ich kann dir schon was zusammenbauen. Aber da Olivera vor kurzem genau dasselbe haben wollte, fehlen mir nun die Baumaterialien. Oh nein. Aber ich habe welche dabei. Hast du was anderes als abgenagte Knochen? Ja. Das verkaufen wir auch wieder. Das brauchen wir nämlich nicht. Wir haben ja ein besseres. Aber es danke. Muss hier irgendwo sein. Such den Grund ab. Ja, vielleicht hier, wo Oliviera schon rumschippert. Hä? Ich dachte immer am Anfang, der wird mich gleich angreifen. Wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich voll Angst vor denen. Weil bei der Quest auch immer Piraten sind rot, Feinde sind rot. Ja. Aber Gott sei Dank hat der uns mich nicht angegriffen, ja. Und der wird uns auch heute nicht angreifen, ja. Da kommt unser Schiff. Oh, so eine Seemine hier platziert. Meine Güte, ich habe ein Bruchstück des Zepters gefunden. Aber wie soll ich das jetzt zusammenfügen? Tja, er hat uns einen Vertrag gegeben. Das Letzte, was ich möchte, ist eine Wiederholung der Tragödie von Trelawney. Wenn wir beide aufrichten, auf der Suche nach dieser doch sehr speziellen Nadel, dann ist die Chance groß, dass sich zumindest einer von uns einen blutigen Baum holen wird. Wunschlos glücklich leiste ich die Best... Ihr wollt also alles oder nichts spielen.
Dann beeilt euch. Wir werden nicht ohne unser Zepter aufbrechen. Ja, genau. Wir müssen jetzt das Tagebuch so schnell wie möglich lesen. Er hat uns eine Challenge gegeben, dass er... Ja, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Nadaski beschreibt hier, dass die Helden, die das Blatt zugunsten meines Vaters wendeten, verschollen sind und nie mehr gesehen wurden. Aber vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, ihrer Spur zu folgen. Mhm. Genau, denn die Ajax hat den Kampf gegen die Santissima Vittoria überlebt. Also die Mannschaft der Ajax, genau. Die ist gesunken. Und wir müssen jetzt an den... Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Ja, danke, Bente. Sei nicht so förmlich. Natürlich nehme ich an. Solange wir hier im Militär besser sind als die Bente, gibt sie uns für die Allianz immer Goldmünzen. Die Brunnen helfen den Menschen dort. Dafür sollte ich mir wohl ausnahmsweise mal... Gut, wo ist denn diese Ajax gesunken? Wissen wir gerade nicht. Aber ich weiß es. Zum Horizont. Nicht hier, wo ich hinschippe. Aber Oliviera... Ach, Oliviera weiß es auch. Nämlich hier ist so ein Pfeil auf der Karte. Hier müssen wir hin. Das ist die Ajax, die gesunken ist. Das Wrack der HMS Ajax. Wir tauchen hier kurz. Und dann flitzen wir darauf. Denn er zeigt uns immer an, wo er ist. Da ist auch irgendwas Spezielles, ja. Hier zum Beispiel waren die Wachhunde. Genau, hier ist dieser Wachturm. Hier unten hat er sich breit gemacht. Und jetzt ist er hier oben. Also da kann nur was Komisches sein, ja. Hoffentlich sind wir schnell genug. Wie geht's denn jetzt unseren? Aha. Und Heiterkeit. Die wollen jetzt auch Pelzmäntler. Wir sperren das erstmal vorerst. Und sagen... Auf ihren Befehl. Der Stachelrochen wird hier aus dem Kontor alles an Pelzmäntel ausräumen und nach Crown Falls nach oben schippern. Und wir brauchen eine neue Gruppe und nennen sie einfach Cup. So. Und schauen zu Eli Blickworth. Wir haben beide unser Ziel erreicht. Neue Ziele. Was er denn so im Angebot hat. Ah, nichts. Aber wir können einmal rollen. Zweimal machen wir einmal. Ja, nee. Nichts Gescheites, das heißt, wir müssen dann Baumwollstoff aus der neuen Welt hier nach Crown Falls schiffen. Neue Befehle? Nach all den Mühen akzeptieren wir kein Nein. Eine einfache Fregatte gegen ein Linienschiff? Das ist blanker Selbstmord. Vater muss sich schon sehr sicher gewesen sein, dass das Zepter an Bord war. Also, wir haben hier ein Logbuch. Sie konnten beobachten, wie La Coronas Flaggschiff an der Küste zerschellt ist. Hat Nadaski das Schiff nicht in seinem Tagebuch vermerkt? Ja. Wir trafen südöstlich vom Festland auf die Santissima Vittoria. Sie öffnete das Feuer, sobald wir in Sicht waren. Ich gab der Besatzung den Befehl, die Ajax zurückfeuern zu lassen. Sie traf das Ruder der Santissima Vittoria. Wir sahen, wie sie das gegnerische Flaggschiff aufgrund der starken Strömung an der Ostküste des Festlandes zerschellte.
Das Zepter ging mit ihr unter, auch die Ajax läuft nun allmählich voll. Das heißt, wir müssen an die Ostküste von unserer Insel schauen. Das hier ist es schon mal nicht. Aber vielleicht ist ja hier irgendwas Spezielles. Hm? La Coronas Schiff ist hier. Mit dem Zepter an Bord. Ohne Zweifel, das muss das Flaggschiff aus Nadaskis Schriften sein, versenkt von unserem noblen Vater unter Einsatz seines Lebens. Wir spüren, der Adler muss hier sein. Admiral auf der Brücke! Für wahr? Einen Moment lang dachten wir, er würde uns zuvorkommen. Wundervoll! Wisst ihr, wenn man es so betrachtet, sieht es einem Adler nicht allzu ähnlich, oder? Nun ja, keiner meiner Untertanen wird je wagen, es in Frage zu stellen. Sind unterwegs! Der Adler ist unser. Es wird sich zeigen, ob Vashko ein Mann des Wortes ist und er uns den Knauf übereignet. Der Adler, also wirklich. Tja, unser Schiff ist leider voll, deswegen habe ich das Flaggschiff schon mal losgeschickt. Du wirst hier nach unten schippern, das Flaggschiff wird hier nach oben schippern und ihr werdet dann eine feierliche Übergabe hier machen. Von dem ganzen Müll, was du da gesammelt hast. Neue Befehle? Flaggschiff steht zu Diensten. Also, du wirst das hier übergeben, das hier. Das hier, das hier. Flaggschiff erwartet Anweisung. Ah, okay, ist voll. Na gut. Ist nicht so cool wie unser Bergungsschiff mit 6 Slots. Wir müssen zur Grande do Imperio segeln. Die ankert hier. Und ja. Es gab ja dieses Wettrennen zwischen Vashko und mir, wer als erstes den Knauf raustaucht. Und ja, das haben wir wohl geschafft. Mal schauen, ob er Wort hält und uns auch den Rest vom Zepter gibt, den er da rausgetaucht hat, ja. Das ist echt cool gemacht, die Story, also. Am Anfang habe ich geschwitzt. Am Anfang wusste er auch nicht, wo die Ajax gesunken ist, aber da, das kennt er nicht immer da an, wo er gerade rumschifft. Und ich habe das ohne Internet geschafft, ja? Geleitschutz beginnt. Oh, Geleitschutz, nee, wollen wir nicht. Der erste Eindruck zählt. Der letzte? Nein. Vashko möchte wissen, ob sie die Bekrönung des Zepters gefunden haben. Natürlich. Ach, behaltet doch den erbärmlichen Vogel. Es ist bereits das zweite Mal, dass dieser verfluchte Ort meine Familie zum Gespött macht. Es hilft alles nichts. Ich muss vor König Joao treten und meine Schande eingestehen. Jetzt geht es nur noch darum, nicht den Kopf zu verlieren. Mr. Oliveira ist wahrlich ein Mann, der Wort hält. Euch hätten wir gewiss nicht erlaubt, ihm unser Bruchstück auszuhändigen. Hättest du dann Krieg gegen mich geführt, oder was, Königin? Ne? Sieht so aus, als wäre es in 3 Stücke zerteilt worden. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, sie wieder zusammenzusetzen. Ja, erst muss ich das abliefern. Wir haben nicht all diesen Ärger ertragen, um uns mit einer schmierigen Fälschung zufrieden zu geben. Verfügen wir nicht über unzählige Gelehrte, die in der Kunst der Restauration bewandert sind? Doch,
Ich werde jetzt noch eine Insel besiedeln. Du fühlst dich überall zu Hause, was? Was gibt's hier auf dieser Insel? Ja, ich schätze mal, das nehme ich jetzt auch wieder mit. Die holen wir uns noch, ja? Die Insel. Schaut ganz hübsch aus. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. An dem Strand. Nice, Stahl. Stahl brauchen wir immer. Und du schippest einfach zurück wieder zum Archie. Unser Vater mochte keine Babys. Neue Befehle? Ah, hier ist wieder was zum Austauchen. Ein Baldachin voller Sterne. Jeder davon ein Ausruf der... Da gibt's viel zu erbeuten, wenn man nur tief genug taucht. Ich denke, ich kann dir da vielleicht behilflich sein. Okay. Dann nichts wie los. Nate hat uns Koordinaten gegeben und... Die werden wir auch in Anspruch nehmen. Die Taschen der Meerjungfrauen, ja. Auch wenn die Königin dem alten Nate die Restaurierung des Zepters nicht zutraut, so brennt er doch darauf zu sehen, wie sie sich entwickelt. Falls ihnen die goldbaren und glitzernden Perlen ausgehen sollten, kennt er ein paar Orte, an denen sie fündig werden könnten. Sehr schön. Danke, Nate. Und das ohne, dass ich dir Geld gebe, ja. Was ist mit dir passiert? Bist du kein gieriger alter Sack, hä? Ein neuer Auftrag? Ja, darum, der schippert hin und her, aber das ist okay. Ah, Teff und Chroniken, also... Ich könnte hier mal ein Depot bauen, auf die Schnelle. Alles bereit. 2 Tonnen rum. Okay. Von Asura nach Adonia. Erwarten neue Horizonte. Ich brauche mal ein Schiff hier in der alten, in der neuen Welt, ja. Hast du irgendwelche Schiffe da draußen? Ei. Also, ja. Tja, meine Leute, die Zeit vergeht, vergeht und vergeht und ja. Ganz ehrlich, ich übersehe es immer, weil es einfach so schön ist, dieses Spiel. Da will man einfach weiter und weiter und weiter spielen, ja. Aber ich will ja nicht überziehen, ey. Die feiern ein Fest ohne Rücksicht auf die Lautstärke, ja? Naja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ja. Abonniert auch den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer drüber. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.